Aber ein Dankeschön an dich, wenn sich Susu Nari nicht lumpen lassen, was? Damit habe ich zum ersten Mal tatsächlich alle Herzen in The Legend of Zelda The Wind Waker gesammelt. Aha. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker D, der ersten Folge des Let's Plays hier im Jahr 2023. Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal frohes neues Jahr auch noch. Und wir werden heute noch nicht, wie ihr seht, auf Community weitermachen. Und uns die letzten zwei Vorspiele holen, sondern tatsächlich mal das da hinten in Angriff nehmen. Ach ja, ich muss da hin zeigen, ne? Das da hinten in Angriff nehmen, da der Typ da. Unser Händlerfreund. Denn der hat hier eine schöne Blume, mit der können wir nämlich noch einiges machen. Mal gucken, was der uns sagt. Wenn du konversieren willst, lass uns das so bitte an der Theke machen. Ah, okay. Dann mal was hier. Let's go. Sei mir gegrüßt, mein Freund, der du mir damals das Segel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Doch eigentlich geht es schon wieder bergab in meinem Stand. Es ist eine Tragödie. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu wenige Waren habe. Herrje, nicht mal eine einzige habe ich. Wenn ich doch nur Waren hätte, die man hier in der Stadt sonst irgendwo bekommt. Ja, das wär's. Wirklich seltene Waren, meine ich. Die großen Reibach machen, Geld scheffeln. Aber nein, was rede ich da? Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in den Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt, ist doch klar. Ja, wenn ich doch nur einen jungen Geschäftspartner hätte. Hä? Nein, doch mich. Oh, mein Freund, täusche mich meine frostgebeutelten Augen? Oder ist das tatsächlich eine Posttasche, die du dabei hast? Wenn du da, weißt du, da hätte ich doch gleich eine große Mitte an dich, mein Freund. Worum geht's? Ja. Ich wusste es doch, du wirst mich nicht enttäuschen. Dir kann man eben nicht reden, mein Freund. Also, es könnte etwas länger dauern, aber daher passt bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, diese dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment weniger bis genau genommen gar keine Waren habe. Der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte schaffe mir neue Waren. Mach dich auf die Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du musst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Und zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, der Klangfülle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen. Verstehst du, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen abgeschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Konntest du mir soweit folgen, ja? Yep. Wunderbar, damit sind wir jetzt also Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Ich will dir gleich mal etwas überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das ist jetzt quasi Unterhandelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen. Und damit kriegen wir die Blume, die wir gerade gesehen haben, die Stadtblume. Eine kleine Blume, die eine Zierde für ihr Stadtbild ist. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde? Wähle den Item die Posttasche aus. Ach, da kommt die rein. Okay, deswegen wie Posttasche. Ja gut, macht Sinn. Sehr hätte ich danach gefragt. Aber du kannst dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen. Und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden mir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios, nicht? Also auf geht's. Irgendwo da draußen warten ein paar fliegende Händler auf dich, mein Freund. Das ist wirklich große Hoffnung in dich. Okay, dann legen wir mal los. Die fliegenden Händler, wir haben die Flöße von denen gesehen, wo die auftauchen werden schon. Also ich habe es mehrmals schon erwähnt. Einer müsste auf Ichthus auftauchen, der nächste dann auf der Mutter- und Kindinsel. Das heißt, wir können quasi immer auch so ein bisschen, glaube ich, rotieren bei den zwischen den Inseln einfach. Und der dritte auf Isla Bomba, wenn ich mich nicht irre. Da war ja auch ein Lebensfloß, soweit ich weiß. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal, also weil es halt Sinn macht irgendwie, wir können da hinfliegen einfach, mich mit dem Neukönig nach Ichthus begeben. Und ihr kennt das eigentlich noch Prozedere, jetzt will ich noch nicht schneiden, keine Sorge, ich werde jetzt einfach mit euch hinfliegen, weil ich eh noch ein bisschen erzählen muss. Ja, ich werde die Fahrten zwischen den Inseln einfach rum, immer hin und her, ne. Rauscutten, weil das macht keinen Sinn, euch da immer mitzunehmen, sag ich jetzt mal. Aber ich würde tatsächlich gerne, eine Sache will ich auf jeden Fall haben. Ich glaube, ich kriege nämlich von dem Typen, ich weiß aber nicht mehr, wann ich die kriege. Ich weiß nur, ich kriege irgendwann das letzte Item, was uns fehlt. Ich hatte ja schon mal erwähnt, irgendwann, ich kann es ja nochmal zeigen. Ne, das ist jetzt quasi schon ein kleiner Spoiler. Ich sag nicht, welches Item es ist, das sehen wir ja dann wahrscheinlich heute in der Folge. Aber hier ist ja noch ein Platz frei, ihr seht es ja ganz klar, ne? Klar könnte es auch das Item hier sein, was hier ist, ne? Also steht, oh stimmt, vielleicht kriegen wir es auch von dem jetzt. Was kann ich sagen? Ich glaube, ich hatte schon, also eine der beiden Sachen kriegen wir auf Preludien. Die ich jetzt vermute, aber ich glaube, das haben sie nicht geändert, nehme ich jetzt einfach mal an. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich das letzte Item hier, hallo, danke. Das hier unten dann Platz finden wird, genau. Mal gucken wir erstmal, ob die Typen da sind. Ich kann schon mal die Stadtblume ausrüsten, hallo.
Alter, was ist los mit mir jetzt gerade? Ich irgendwie nervös oder was? Nein, alles gut. Ja, auf jeden Fall hoffe ich jetzt mal, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Und hoffentlich auch nicht ausgerutscht. Ach, den Spruch, den kennt ihr alle, ne? Der hat auch schon so einen langen Bart. Ja. Also gut, ja. Einfach, ne, wie es euch am liebsten ist. Reingefeiert habt. Oder reingerutscht seid eben, ne, deswegen. Ja, da sitzt ihr doch jetzt. Ach, vor dir kann ich noch ein Foto machen, stimmt. Muss ich auch noch fotografieren. Tag mal, Freunde. Und wie ihr seht, man sieht auch auf der Tasche an dem Aufdruck rechts. Das sind tatsächlich Goronen. Goronen gibt's hier im Spiel. Auch. Ich bin ein fliegender Händler, der die Silbe fährt, immer auf der Suche nach Raren und einzigartigen Waren. Mir kam das Gerücht zu Ohren, dass es auf dieser Insel hier phänomenale Reichtümer geben soll. Und so bin ich aus weiter Ferne mit meinem Fluss hierher gekommen. Ja, Fluss stand schon eher hier. Das ist ein bisschen Quatsch, oder? Aber Fehlanzeige. Ich dachte wirklich, ich könnte hier eventuell gar eine Handelsgenie-Statuette finden. Oder war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken? Wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche, da vermute ich ja auch so manche Raritäten und Kleinode. Falls du also etwas leicht ausgefallen ist dabei hast, warum machen wir da nicht ein kleines Tauschgeschäft? Wie du dir bestimmt denken kannst, habe ich in meinem prall gefüllten Rucksack nämlich auch so die eine oder andere Überraschung. Zeig mir doch mal was. Okay, das heißt... Stimmt, ich erinnere mich, so war das Spiel. Du musst mir jetzt quasi diese Handelsgenie-Statuette ertauschen. Und dann krieg ich von dir auch noch was, glaube ich. Okay, das sind zwei Sachen, die wir kriegen wollen, tatsächlich. So, hier, nimm mal die Stadtblume an, bitte. Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Und was sagst du? Lass uns tauschen, danke. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Okay, hier, bitteschön. Merken wir uns mal, wir haben mit 4800 angefangen, ne? Ich versuche jetzt mal kein Geld zu sammeln. Irgendwo aus, ich mache die Vase jetzt mal nicht kaputt. So, die Meeresblume erhalten. Die verströmt den Duft des weiten Meeres und der exotischen Ferne. So, genau. Wunderbar, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt und... Entschuldigung. Und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem bestimmten Portemonnaie liefern lassen. Keine Angst, ich werde einen Postboten beauftragen. Wartet also schon längst im Portemonnaie, wenn du das nächste Mal vorbeischaust. Immer wieder eine Freude. Mal gucken, wenn wir doch eh bei dem stehen, ob der uns direkt was anderes gibt für die Meeresblume. Das ist ja... macht das keinen Sinn. Eigentlich müsste er wieder Stadtblume geben, ne? Dafür gebe ich dir... Südwindblume, ach guck mal. Und was sagst du? Dann musst du tauschen. So, und da kostet... Okay, es wird wahrscheinlich immer teurer jetzt, ne? 45 Rubine schon mal abgedrückt. Dafür brauchen wir auch... Da habe ich ja geil mehr gedacht, dass wir dafür auch noch Geld brauchen. Scheiße. Also ich sammle auch nur Geld, wenn ich Geld brauche noch, ne? Für die Typen. Ich finde es ja doch ziemlich teuer noch. So, jetzt sagt er aber immer das Gleiche, ne? So, Südwindblume gebe ich es auch nochmal direkt ab. Und wenn der nichts mehr will dafür, und wenn wir das Gleiche gibt, was ich schon hatte, dann fahre ich weiter zum Tor- und Kindinsel, würde ich sagen. Mal gucken. Das ist ja eine Südwindblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Nee. Die habe ich gerade gekriegt. Erstmal muss ich wieder Geld. Nee, nix, mein Freund. Bist du sicher, wenn du das mal nicht bereuen wirst? Arschlecken, mein Freund. Das ist doch hier nicht verarschen von dir. So, Südwindblume haben wir jetzt. Also, wir haben Stadtblume gegen Meeresblume getauscht und den Meeresblume gegen die Stadtblume. Gegen die Südwindblume. Stadtblume sag ich schon wieder. Ja, mal gucken, was es auf der Mutter- und Kindinsel gibt, ne? Oder ob es auch wieder nur eine Meeresblume gibt. Kann ja auch sein. Mal schauen. Ich fahr mal hin. So, da sind wir auch schon auf der Mutter- und Kindinsel. Allerdings ist der Typ nicht wie vermutet auf deinem Floß, sondern hier oben. Guck mal, hallo, geh da hoch, Link. Guck mal, was der uns für die Südwindblume anbietet, ne, für Leute. Oh, was war ich froh, für die alle einmal. Vielleicht hat die drei Figuren geben. Ich glaube die sind eine Figur zusammen. Aber sicher, ne, ich habe ja eh gerade den Film frei, von daher. So, mein Freund. Achso, ich muss mit dem quatschen, okay. Das macht der gar nicht mit mir. Nein, nicht wegwerfen, bist du blöd. Ich bin der fliegende Händler, der die Welt umreißt, immer auf der Suche nach raren und einzigartigen Waren. Ja, können wir schon. Wo reicht mir in deiner Posttasche, da vermute ich doch gleich mal so manchen Schatz. Hast du also vielleicht etwas Passendes dabei, das man gut an einen Stand verkaufen könnte? Und machen wir dann nicht gleich ein kleines Tauschgeschäft? Ich habe mich vor, eines Tages meinen eigenen Laden aufzumachen. Ich bin jetzt sozusagen gerade in der Akquisitionsphase, falls du verstehst, was ich meine. Und zeigst du mir nicht einfach irgendwas, dann können wir ja weitersehen. Eigentlich wäre es interessant, wenn ich mal alle irgendwie abgrasen würde. Und übrigens ist hier der Baum auch gewachsen. Ne, da hatte ich ja, können wir direkt nochmal überprüfen. Hier sind wahrscheinlich auch wirklich alle gewachsen. Alle Bäume. So, mein Freund, hier, Südwindblume, was gibst du mir dafür? Das ist ja eine Südwindblume. Dafür gebe ich dir ein Windrad. Nehmen wir doch mit, komm. Ja, damit. Kostet schon 55, okay, alles klar. Das ist aber jetzt ein großer Sprung gewesen, ne? Muss man ja mal sagen. Ein Windrad erhalten. Das Rad dreht sich im Wind und macht den tristen Alltag etwas fröhlicher. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie es sich gut machen würde? Wähle dem Item die Posttasche aus. Lese auf YXR und versuche dein Glück. Okay, Handelsabkommen ist abgeschlossen.
Gehen wir dann direkt nach Windraff wieder ab, oder? Würde ich sagen. Mal gucken, was uns dafür gibt. Warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind, wie gesagt, dann mache ich jetzt immer so. Dafür gibt er mir eine Südwind. Okay, nein. Nein, danke. Nein, das werde ich nicht bauen. So, und dann geht's jetzt nach Isla Bomba, würde ich sagen. Da haben wir jetzt die Insel einmal abgegrast. Und ich hoffe, der ist wirklich da. Nicht, dass ich mich jetzt vertue, aber der müsste da sein. Seien wir mal ehrlich. Und ja, da sehen wir uns da auch wieder. So, da sind wir auch schon. Das ist der dritte im Bunde. Steht der Herr auf der Insel auf einmal rum. Ey, lauf nicht jetzt auf mich zu, Mann. Kollege, ich will ein Foto von dir, ein gutes. Die sehen auch alle gleich aus. Die haben nur andere Hemden an. Natürlich haben die eine Figur. Nehme ich jetzt, also, gehe ich fest von aus. Sag ich ganz ehrlich. So, mit dem muss ich auch sprechen, ne? Geht die irgendwo her oder doch nicht? Wir fliegen da hinten und durchstreifen die Lande, immer auf der Suche nach seltenen und einzigartigen Waren. 30 Jahre lang träume ich nun schon davon, einen schönen Tagesmal meinen eigenen Stand eröffnen zu können. Egal ob Regen oder Sonne, ich suche unendlich nach raren Waren. Wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche vermute ich ja so einige Raritäten und Kleinode. Ja, komm. Also die beiden wollen Stand aufmachen, das ist der Unterschied zu dem dritten, auf Ichthusk. Er wollte die Statue haben. Oder Statuette oder immer. Das ist ja ein Windrad? Dafür gibt er mir eine Mondsichelfahne, die nehme ich doch gerne mit. Oh, die sieht cool aus. Irgendwie. Ja, damit. Die kostet nochmal 40 Rubin, okay. Sehr schön. Ja, guck mal direkt weiter, was der mir jetzt noch dafür gibt. Ne? Die knallrote Mondsichel ist ein absoluter Blickfang, auf jeden Fall, ja. Nun gut, damit wäre unser Geschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. In Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem Stand in Portemonnaie verlassen, sehr gut. Haben wir jetzt schon 4? 5 Items schon, ne? Die 3 Blumen, genau, 3 Blumen. Die, das Windrad und jetzt die Mondsichelfahne, genau. Gibt es mir noch was anderes dafür? Hier, bitteschön. Ah, ich sag Blödsinn, echt, nur weil ich das direkt wieder zeige, ne? Aber scheint zu klappen. Eine Wasserkrugträgerin-Statuette, okay. Wer damit? 65 Rubine. Okay, eine eigenartige Statuette, die eine Wasserträgerin darstellt. Könnte sogar die Dame von Preludien sein, wenn man ehrlich ist. Wobei, ne, die hat dafür nicht so lange Haare. Sieht auch allgemein zu hübsch aus, ne? Aber. Also die Statue meine ich. So, auch wieder hier wieder ein Handelsabkommen geschlossen. Da guck ich doch direkt nochmal, was der mir nochmal dafür gibt. Da ist hier immer wieder eine Freude, schön für dich. Bitte schön. Ich kann mich an die Sachen gar nicht erinnern, an alle. Ich meine, ich hatte das Item auf jeden Fall schon mal. Nee, die habe ich gerade abgegeben, mein Freund. Ich die nicht haben, danke. Ja, und dann, ja, wie gesagt, jetzt geht's immer weiter im Kreis quasi. Und jetzt gehe ich wieder nach Ichthus. Und dann versuche ich da nochmal was zu tauschen. So, mein Freund, da sind wir auch schon wieder. Ich habe hier was für dich. Was Neues. Und zwar, genau, das ist ja eine Wasserkrugträgerin-Statuette. Dafür gebe ich dir eine Fossilstähl-Statuette. Oh, die sieht cool aus. Die passt perfekt zur verwünschten Passion, wenn man ehrlich ist, oder? Ja, damit. Oh, schon 60 Rubine wieder. Ah, ne, ich hatte schon 65 gerade, ne? Das sind schon fast 300 Rubine weg, ne, muss man sagen. Tatsächlich immer eine versteinerte Köpfe seltsamer Kreaturen. Ah, ja, komm, hast du Platz gefunden. Ich kann hier halt in Portemonnaie auch aufstellen, die ganzen Sachen hier, die ich jetzt gerade kriege. Deswegen haben sie diese Sockel unten. Wir haben schon diese Vorrichtungen gesehen, die in der Stadt da verteilt waren. Oder auf der Insel. Wo man die Sachen reinstellen kann. So, was gibt's mir dafür? Tut leid, ist zwar nett, dass du mir das zeigst, aber nicht mehr als 3 Tauschgeschäfte am Tag. So lautet die Regel. Ach so. Erstregel Nummer 8. Zu viel Arbeit tut nicht gut und schadet der Schönheit. Das ist unser Familienkodex. Nehme ich jetzt zwar. Ey. Nein, ich will das doch gar nicht geben. Ja, komm, dann gucken wir nochmal nach, ne? Machen wir mal einmal jetzt hier Tag-Nacht. Wird einfach 2 Mal nach liegt. Und dann mal schauen, ob der jetzt was will wieder. So, damit sollte ein Tag vergangen sein. Es war wohl echt noch Nacht, dass ich jetzt angefangen habe. Hm, das ist ja eine Fossilstähl-Statuette. Dafür gebe ich dir. Nee, okay, nee. Oh, damit sehen wir uns auf der Mutter- und Kindinsel wieder, meine Freunde. Und da sind wir auch schon wieder. Hier, mein Freund, ich habe was für dich. Sicher was Neues. Hm, das ist ja eine Fossilstähl-Statuette. Dafür gebe ich dir eine Schlussverkaufsfahne. Na, was sagst du? Ja, damit. So, wie viel kostet das? 35? Okay, die kosten einfach alle. Ist das vielleicht deren Wert, die ich dann zahlen muss in Portemonnaie, wenn ich das nochmal kaufen will? Das ist wahrscheinlich, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Schlussverkaufsfahne erhalten. Diese Fahne soll Handelsglück und eine segensreiche Wirtschaftslage bringen. Die stelle ich im Portemonnaie neben dem Stand auf, glaube ich. Da war ja auch so ein Ding. Das passt dann, glaube ich, ganz gut dahin. Machen wir die Stadt auch noch schön, vielleicht heute, wenn wir gucken.
echt schon Bock drauf irgendwie. Nachdem wie lange ich jetzt hier brauche für den Tausch, für die Tauschgeschäfte natürlich, ne? So, gibt's mir noch was dafür? Das ist eine Schlussverkaufsfahne, ja. Die ist mir gerade gegeben. Die Petri Heilfahne. Na, was sagst du? Okay, her damit. 85 Rubine, Alter, was? Okay. So, und ich sage das Abkommen. Boah, das geht echt gut voran, ne? Also, ich meine, es sind auch nur drei Händler, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich wäre glücklicher, wenn die alle auf einer Insel wären, wo man einfach hinfliegen kann. So, mal gucken, was der jetzt mir dafür noch gibt. Dafür gibt er mir eine Munition. Ne, die haben wir schon gehabt. Brauchen wir nicht, nein. So, wir haben die P3-Fahne. Ja, gut, dann, ne, ist der Bomber. Wir kommen. Oh, Leute, da war gerade was zu hören. Ich glaube, das war das Wasser, ne? Ja, genau. Und das ist jetzt normales Wasser tatsächlich geworden. Gut, gerade wo ich auf dem Weg nach Isabama noch war. Ja, komm, dann guck mal, was der jetzt für die Petri Heilfahne haben will. Und boom. Da finde ich cool, dass wir so einen Sound wenigstens hören. Das ist ja eine Petri Heilfahne. Dafür gebe ich dir eine Wasserkutte in den Start heute. Okay, der hat auch nichts, was wir brauchen. Dann muss ich wohl nach Ichthus wieder damit. Ja gut, dann auf geht's, ne? Ja so, meine Freunde, ihr seht, ich bin jetzt gerade auf Portemonnaie unterwegs. Weil auf Ichthus der Händler, der wollte mir ebenfalls eine Wasserkrugträgelstatuette andrehen. Für die Fahne. Das heißt, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gucke jetzt mal hier einfach mal kurz auf Portemonnaie nach, wie viele Sachen überhaupt noch fehlen. Vielleicht sieht man das da irgendwie, ne? Ja, sieht man jetzt wahrscheinlich bei Nacht. Oh, Alter. Hat der angebaut hier. Okay, dann sieht man das da doch scheinbar, wenn der Tag wieder angebrochen ist. Aber ich wollte eben die Fahne irgendwo hinstellen, hier am besten am Hafen oder so. Ja genau, da hinten einfach rein, in die Tasse gekommen, einfach zwei Petri Heilfahnen, da kommen hier vielleicht Blumen zu. Ja, mal gucken. Man kann ja ein bisschen hier eine Plan noch dann gleich, wenn wir fertig sind erstmal. Zack, rein damit, so. Und dann haben die Seefahrer schon mal ihre Fahne quasi da stehen. War vielleicht eine Mundsichtelfahne noch daneben, mal gucken. Hier sind noch zwei Dinger, die muss ich mir mal merken, die Sachen. Ja, und hier kommen dann zwei Schlussverkaufsfahren hin später, also gut. Muss ich erstmal Tag werden lassen. Dann gucken wir mal, was noch fehlt in dem Laden. Ist die Frage, ob da noch ein Anbau zukommt, weil da wäre theoretisch noch Platz, ne? Oh, die hat ja echt die ganze Sachen hier. Ja gut, also wir haben noch keine Handelsgenie-Statuette bekommen. Deswegen, ja, hier kommt noch safe was hin. Dann würde ich doch sagen, es fehlen noch drei Items. Drei Items pro Stück, ne? Und jetzt ist halt die Frage, was holen wir uns, um weiterzutauschen? Wir können jetzt mal zurückgehen. Wir hatten die Petri Heilfahne eingetauscht für Schlussverkaufsfahne. Wir können natürlich sehr viel probieren, ne? Ich könnte zum Beispiel die Südwindblume noch mit nach Isabamba nehmen. Wird da wahrscheinlich was anderes kriegen für Windrad nach. Wo habe ich das abgegeben? Weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich dann wieder gucken. Lass uns mal die Schlussverkaufsfahne holen. Das war das letzte, was wir hatten vor der Petri Heilfahne. Nachdem kommt jeden Morgen der Postbote und bringt mir Waren von fliegenden Händlern. Jetzt kann ich meinen Stand aber wirklich sehen lassen. Und auch ich bin mir jetzt meine Berufung an Zentner wieder ganz sicher. Hier ganz allein verdanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will mich für dich erkenne ich bei dir zeigen. Eigentlich ist es ja mein großer Schatz und kommt gleich nach dem Kapuzenmantel. Aber einem Dankesklück an dich wird sich Susunari nicht lumpen lassen, wat? Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt mal. Wir sind ja noch nicht fertig, oder? Nehme ich jetzt mal. Wir brauchen noch was für den fliehenden Händler. Der will eine Statue noch haben, die wir noch nicht haben. Die magische Barriere ist es, Leute. Da haben wir sie. Mithilfe deiner Rubine erzeugst du eine Barriere, die dich vor Angriffen deiner Gegner schützt. Du zahlst erst, wenn du Schaden erleidest. Das haben sie, glaube ich, also korrigiert mich gerne, wenn ihr das besser wisst als ich. Ich glaube es nur, deswegen, aber ich glaube, es hat im Original Magie gefressen und keine Rubine. Ich glaube, die Rubine sind tatsächlich so übernommen aus Twilight Princess, aus dem Original, ne, in die HD-Version, jetzt hier. Von der magischen Rüstung halt. Als ich von meiner Heimat hierher kam, war das einzige Besitztum, das ich mit mir nahm. Es ist ein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch auf See. Schütze dich also damit und finde wieder fliegende Händler für mich. Dass mein Warensortiment noch vielfältiger werde. Angst habe ich dann leider nichts mehr, was ich dir geben könnte. Das ist mir egal, ich will das Ding noch von den Händlern haben. Geil. Und gib dich mit einer mysteriösen Barriere, die dich bei Angriffen schützt. Je mehr Schaden du erleidest, desto mehr Rubine kostet die Einsatz. Legst du auf YX. Ja. Mach ich jetzt auch einmal. Kostet die allgemein Rubine? Nein, nur wenn ich getroffen werde scheinbar, ne? Sieht schon cool aus, ne? Das Ding ist ja, ich meine, ich hab's mal erwähnt, wenn ich erzähle es jetzt. Man kann ja noch dieses, sag ich mal, diesen zweiten Playthrough machen. Bei dem Link ja sein normales Gewand trägt, also sein Präludiengewand, was er am Anfang des Spiels getragen hat, bevor er das Heldengewand bekommen hat.
Und da kann man quasi mit der Marschbarriere sehen, dass er trotzdem noch eine Mütze trägt. Weil dann sieht es genauso aus von ungefähr wie hier, obwohl er keine Mütze aufhat. In dem Moment. Zumindest sieht man die nicht. Heute ist freundlicher schöner Tag. Ein herrliches Wetterchen und genau richtig zum Einkaufen. Ich bitte mit. Ja, ja, ich kann jetzt auch nur die drei hier kaufen, ne? Ich mich sollst du ansehen. Ja, sollen meine Waren. Ja, ja, okay, komm. Ja, die kostet 35, 55. Genau, die kosten nur das, was ich bezahlt habe gerade, ne? Okay. Repair die Fahne, danke. Vielen Dank und beehre mich bald wieder. Und damit gehe ich jetzt wieder nach, wo fange ich da an jetzt mit? Auf Ichthus? Mal gucken. Auf Ichthus. Wenn ich da nichts kriege, nichts Neues, dann gehe ich einfach direkt zur nächsten Insel und dann sehen wir uns da mal wieder. Ach, guck mal, Leute, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ich kann auch schon kaum schlafen. So beschäftigt mich die Frage, nach wem denn nur die Handschuhe-Statuette modelliert sein könnte. Demjenigen, der mir eine gibt, dem würde ich auch, auch mein Herz schenken. Zumindest einen Teil davon. Er sagt quasi direkt, dass er uns ein Herz gibt. Das heißt, ich muss noch drei finden. Nicht nochmal auf die Meeresherzen gerade, mal auf die Inselherzen gerade gucken, besser gesagt. Der Mutter und Kindinseln und auf Isla Bomba sollen sich ja ebenfalls zwei für die Händler aufhalten. Vielleicht einer von denen eine besitzt? Eine Handelsstätte, meine ich, ja, bestimmt. Aber erstmal hier, mein Freund. Hm, das ist ja. Was kriege ich dafür? Eine Schlussverkaufsfahne? Dafür kriege ich eine Heldenfahne. Die hat man noch nicht, ne? Nee. Per. Ach ja, eine kleine Meinungsbrühe, ja, komm. 75 Rubine. Schwupp. Die Heldenfahne, danke. Wunderbar, dann bin ich unser Tauschgeschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen. Ja, komm, du mich auch. Wahrscheinlich gerade bei der Heldenfahne dabei, habe ich jetzt gleich gelesen, ne? Diese Fahne kommt zuversichtlich und gut auf. Ja, okay. Dann bitte, hast du noch was dafür? Hm, das ist ja eine Heldenfahne. Dafür gebe ich dir eine Postbotenstatue, okay. Ach cool, für die Orni, also eine Orni nachempfundene Statue auch noch. Ist ja geil, sieht aus wie tot im Fall, auch geil. 100 Rubine schon, Alter, wird das teuer. Und schwupp, noch was Neues. Damit haben wir schon zwei Sachen bekommen, ein fehlt noch und das ist die... Ja, die Handelsstätte wahrscheinlich dann, ne? Mal gucken. Das macht jetzt eigentlich keinen Sinn, wenn ich die jetzt hier abgebe und der hat die dann, oder? Ich guck mal, ob der die nicht doch hat. Hm, das ist ja eine Postbotenstatuette. Dafür gebe ich dir... Nee, okay. Da muss ich wohl nochmal irgendwo hinfahren. Schnell zur Mutter-Kind-Insel, würde ich sagen. So, mein Freund. Ich habe eine Postbotenstatuette für dich. Was hast du dafür? Bist du mir dafür an? Dafür gebe ich dir die Handelsstatuette. Na, ist das nicht? Was sagst du? Da ist sie doch. Die ist ja... Nach der Susanari empfunden. Ja gut, ja, hätte ich mir denken können, oder? Selbst wenn wir Tingle drauf wäre. So, wie viel kostet die Scheiße? 200 Rubine. Alter Falter. Da sind wir fast 800 Rubine losgeworden, ne? Wobei, mal gucken, ob der nicht gleich, wenn wir die eintauschen, der auf ich tut, da gehen wir jetzt gleich direkt wieder hin. Nach dieser Statuette sehen sich alle fliegenden Händler. Nur die beiden hier nicht, die anderen beiden oder was. Weil die haben nichts davon gesagt. Großartig, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt und wir sind fertig, glaube ich, würde ich behaupten. Zumindest habe ich die zwei Sachen, die ich haben wollte. Ich glaube nicht, dass ich da noch mehr jetzt kriege. Weil ich auch glaube, dass der Stand auf Portemonnaie jetzt auch voll ist, ne? Wie geil die aussieht. Okay, ich weiß, was ich glaube ich hinstellen werde. Auf Portemonnaie, also wohin ich jetzt was hinstellen werde. Aber die muss ich leider erstmal abgeben. Stell nochmal nach Ichthusk. Ging eigentlich recht flott, muss ich sagen. Also, eigentlich kann man echt gut immer diesen Weg gehen, ne? Ichthusk anfangen, wenn man sich dahin wirbeln kann. Dann Mutter Kind, dann Isla Bomba. Ich frag mich gerade nur. Also, man kann auch bestimmt noch viel mehr rumexperimentieren. Was man jetzt zum Beispiel, wo man die Heldenfahne noch hätte abgeben können. Hat jetzt direkt wieder auf Ichthusk abgegeben, was die anderen beiden gehabt hätten dafür. Da habe ich jetzt auch wenig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Wenn man ehrlich ist, ich bin mir da fast sicher. Wenn man danach sucht im Internet, da findet man auch schon, was man wo kriegt. Aber ja, ich hab mir gedacht, ja, bei drei Händen ankommen, da kannst du viel falsch machen. Ich hätte mir zum Beispiel auch gerade ein Windrad holen können, gucken können, wie ich da weiterkomme bis zur Handelsstatue, ne? So, du wolltest das hier haben, mein Freund, ne? Aber das ist hier eine Handelsstatuette. Diese Anmut, diese Erhabenheit. Nach diesem Händenhase wurde die Statuette modelliert. Damit ist er wahrlich eine lebende Legende. Wundervoll, ein langjähriger Traum hat sich endlich erfüllt. Zum Dank dafür, dass du mir diesen Traum erfüllt hast, will ich dir einen Teil meines Herzens schenken. Bitte strecke deine Hand aus. Gerne geschehen, kein Ding, ne? Was für ein wundervoller und denkwürdiger Tag. Ich will mir die Statuette heute Nacht unter das Kopfkissen legen und meinem eigenen Stand träumen. Yes, das haben wir geschafft. Und jetzt gehen wir nochmal nach Portemonnaie. Und ich meine nämlich, da gab's was für. Richten die Insel doch ein bisschen schön her. Ich sag, stehe ich umsonst, soll ich jetzt behaupten.
Ich bin mir auch fast sicher, ich habe noch lange, also was heißt nicht lang nicht alles auf Portemonnaie. Viel ist da jetzt nicht mehr zu holen, ne? Also ich glaube, das war noch nicht. Ich kann mir vorstellen, das Letzte, was noch fehlt. Sagen wir mal so. Deswegen gucken wir mal, ne? Was wir jetzt wohin stellen. Ich kaufe mir jetzt ein paar Sachen. Stadtblumen brauchen wir auf jeden Fall auch. Ein auf jeden Fall. Warte mal, kann ich mal kurz hier auf die Karte gucken? Wo ist eigentlich der Süden der Insel? Ich bin gerade im Süden der Insel. Shit. Ich gerade überlege, wo ich die Südwindblume aufstelle. Weil ich. Eigentlich möchte ich von ihm eine Sache aufstellen. Wie viel haben wir denn? Wir haben 1. Wir haben 3, 5. Ja gut, weil ich hier stelle, weil ich jetzt richtig, hole ich mir auch direkt. Ja, der Stein ist voll, perfekt. Also es waren echt 795 Rubine, ne? Zu viel Tauschgeschäfte da dann jetzt schon. Gib mal her, das Ding hier. Da man nicht direkt rübergehen kann, wurmt mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Achso, der hat die Sachen aber nochmal ein bisschen anders aufgestellt, oder? Die Heldenfahne kam dazu, tatsächlich. Hier stehen die Sachen jetzt alle nochmal ein bisschen anders. Ja, okay, ist ja nicht schlimm. Die Heldenfahne muss eigentlich auch da oben aufs Tor, ne? Wo ich jetzt schon die Petri Heilfahne gestellt habe, unter anderem auch. So. Dann gucken wir mal. Zwei Sachen erstmal hier, zack. Na, so zack, zack. Ja, komm, die stellen wir hier rein. Bumm. Die dreht sich sogar noch schön. Jawohl, kann ich die nochmal rausnehmen? Und stehen daneben und ihn. Ja, bitte. Ich glaube tatsächlich, es wäre. Guck mal, dann kann das nämlich für beide Läden gehen. Auch fürs Café gelten. Den Schluss verkaufen und dann hier zack. Oh. Nicht zu weit weg, scheinbar. Nein, nicht wegwerfen. Bist du bescheuert? Da kostet voll der Turbine, das Ding. Bumm. Dann steht das Ding hier einfach so. Gucken wir nochmal weiter. Hier ist doch so ein Ding. Aber hier bin ich halt im Norden der Insel, ne? Ja. Aber ist das doch. Hier kommt auf jeden Fall die Südwindblume auch mit hin. Ach, guck mal, die beiden stehen jetzt hier draußen. Cool. Aber sprechen wir nochmal mit denen. Ich bin ja so glücklich. Linda, ich liebe dich. Wie verdanke ich es, dass ich jetzt mit Anton zusammen sein kann? Anton und Linda also. Was haben wir noch? Ist hier noch irgendwo was? Ich hole jetzt einfach mal, ne? Ich hole jetzt einfach mal ein paar Sachen. Auf jeden Fall brauche ich Meeresblumen und Südwindblumen. Stadtblumen auch eine auf jeden Fall. Holen wir doch mal hier, ne? Na? Du arbeitest gewissenhaft, ja schön. Mach mal ein bisschen mehr Werbung für den Kollegen. Scheiß drauf, komm. Mit der will ich gleich sprechen mit der Alten. Von der möchte ich, glaube ich, echt nur eine haben. Ich glaube, Meeresblumen und ich mal mindestens zwei. Na gut, jetzt geht es mal weiter hier, egal. Achso, nur drei Waren. Okay, ja, jetzt klar, dann weiß ich Bescheid. Drei seiner Waren kann ich auf einmal da drin haben. Aber die Frage ist halt nur. Der gibt mir eigentlich einen Auftrag, ne, für den Mist hier. Machen wir mal so. Jetzt dann die Steche jetzt hier rein. Zack, sieht doch schön aus, oder? Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Vielleicht kommt da noch ein Fähnchen hin. Mal gucken. Und ein Windrad. Ne, hab ich irgendwo noch an der Windmühle irgendwo ein, so ein Ding? Und ich komm echt hier noch ein Windrad hin. Ist hier noch irgendwo was? Nein, hier ist nix. Da oben was? Da oben irgendwo? Das sehe ich jetzt von hier aus nicht, ne? Kacke. Da muss ich einmal kurz hochgehen. Ja, wobei, ich hole mir den Windrad jetzt einfach erstmal. Die Meeresblume. Wollte ich eh hier oben abstellen. Ne, wobei, warte mal, vielleicht kommt noch eine Fahne hin da oben drauf. Warte mal, ich stelle jetzt erstmal hier ab. Mit. Bumm. So. Dann brauche ich auf jeden Fall ein Windrad. Da möchte ich echt so einen Schädel hier stehen haben irgendwo. Eigentlich nicht, oder? Hallo. Achso, du musst da hinlaufen, deswegen kann ich mit dir sprechen. Sie presst sich mal erst da an die Wand ran. Wasserkuttrinkstatue brauche ich auch noch irgendwo. Stimmt eigentlich. Und welche Fahne bitte her? Komm, ich das auch noch einmal hier. Fossilstatuette. Kann ich den stelle, weiß noch nicht. Oh, vielleicht kommt hier die Wasserkuck-Dings hin. Ich erstmal hoch, guck, ob ich das Windrad da einstellen kann irgendwo.
Oh, hier sind 4 Dinger drin. Oh, ich muss die auch noch füllen. Kommt da, vielleicht kommt da aber auch die Schädel, die Fossilschädel-Dings dahin. Hier ist nichts, ne? Wenn dann aus oben noch was. Aber hier ist nichts. Okay, dann, ich war runter. Waldschaden. Ja, das war doof. Zugegeben. Was habe ich jetzt für Sachen? Kurz gucken. Windrad, Mondsichelfahne. Aber davon kommt auf jeden Fall. Ne, und Windrad kommt auf jeden Fall auch rein. Würde ich sagen. Windrad in die Windmühle rein, auf jeden Fall. Definitiv. Habe ich schon Bock drauf. Die ganzen Sachen jetzt da hinzustellen. Ist aber noch ein bisschen kostspieliger, wie ihr seht, ne? Aber das kommt, glaube ich, hier rein. Nee. Das soll da rein. Bin ich verdrückt. Ja, damit. Und zack. Wie es wackelt. Wie Träder kommen. Also, ein Winter kommt auf jeden Fall jetzt in die Mitte. Ja. Dann muss ich hinfahren. Wo stehe ich die hin? Ich habe schon die Idee für die Wasserkrugträgerin-Statue, ehrlich gesagt. Ja, cool, wenn hier noch was hin könnte. Aber dem ist leider nicht so. Achso, nee, jetzt sehe ich falsch. Die Fähnchen im Wind sollten ja hier hin. Dann. Das heißt, die Musikfall kommt hier hin, weil der Typ, der sitzt da nachts oben drauf. Mit dem Mondanbeter da. Ich gehe da einfach rein. So. Weiter geht's. Postbotenstatue, da war ich weiß schon, ob ich die beiden Statuen hinstelle. Ja, doch, hier hole ich mit zweimal. Also hier eine meine ich. Geh mal her. Brauche ich noch? Im Grunde noch eine Südwind, ne, noch eine Hellenfahne auf jeden Fall. Noch bald wieder, sehr, sehr gerne. So, jetzt erstmal hier die beiden Statuen, die ich gerade hatte. Und ich jetzt einfach direkt hier vorne hin, glaube ich. Hier eine. So, du kommst hier hin. Oh, warte mal, shit. Geht aber in die falsche Richtung. Was, wenn ich die da einstelle? Stehe ich zu weit weg oder was? Danke. Wenn ich das so mache und dann so. Ja, wenn ich gleich jetzt davon so stehe, ist ja auch egal. Wir gucken mal in die Richtung, schade. Ach guck mal, kommt richtig Wasser rausgespritzt, wie geil ist das denn? Die Heldenfahne. Ich finde, die hat ein bisschen was Piratenmäßiges, ich weiß nicht warum. Deswegen kommt die auch noch hier hin. Zack. Ich habe hier steche ich jetzt noch 2 Meeresblumen hin. Und noch eine. Vielleicht noch eine Heldenfahne? Ja, ich glaube, sieht gut aus. Oh, hol ich mal direkt wieder welche. So, ich habe mir jetzt auch eine Südwindblume gekauft. Die ist schlicht auch direkt. Da hab ich mir direkt die Fahne nochmal. Nicht so schlimm. Zack. Kann sein, dass der Typ, der auf der Bank derjenige ist, der das eigentlich haben will, hier alles. So, und dann nochmal bitte eine Heldenfahne. Vielen Dank, mein Freund. So, dann bringen wir die wieder hoch. Mach mal ein bisschen Stadtschild, komm. Ne, wo wir schon ganz dabei sind. Ach, hoppla. Nö, nicht wegwerfen, danke. Dann noch eine Fahne, ne, die würde ich jetzt auch noch hier hinstellen. Dann passt das nämlich so ein bisschen, ne, da haben wir 2 verschiedene Fahnen, Fahnen außen und dann aber innen. Die inneren beiden Fahnen sind die gleichen. Finde ich eigentlich ganz geil, ehrlich. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr das jetzt hier aufgebaut hättet, ne? Gerne. Da draußen habe ich jetzt, glaube ich, aber alles schon gemacht, ne? Egal, ich will jetzt alles füllen, ist mir egal jetzt. Wobei, warte mal. Brauche ich hier nicht auch noch welche drin in der im Auktionshaus eigentlich? Shit. Boah, das wäre dann echt ein bisschen viel, muss ich sagen. Ich dachte, da würde ich alles, ich glaube nicht. Nee, pfff. Ihr könnt doch dann Handelsstatuetten rein, theoretisch. Dann muss ich auch noch da hoch, ey. Ja, sicher. Nee, das lassen wir mal schön. Glaube ich erstmal. Außer ich muss es machen. Kümmern wir uns erstmal um außen. Ich glaube, aber draußen habe ich jetzt alles gemacht, ne? Ganz ehrlich, ich spreche jetzt mal mit dem Typen da oben. Habe ich schon mal jetzt mit dem gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Was der Einzige, der mir gerade einfallen würde, der das haben könnte, der das wollen würde. Wieso, bestimmt schon diese Ständer überall in der Stadt aufgefallen, oder? Das sind die sogenannten Glücksständer. Der ist es tatsächlich.
Er ist vor kurzem von der Freiwilligen Gesellschaft für Glück und Frohsinn aufgestellt worden. Das war mit dem Ziel, unsere geliebte Stadt etwas zu verschönern. Grund hat sie der Standverkäufer, Susunari, da drüben. Und ich rühme mich, ebenfalls ein Mitglied zu sein. Bei solch einer guten Sache sollte wirklich jeder mitmachen. So, und jetzt? Hab ich schon fertig? Ich habe das Gefühl, dass sein Portemonnaie nun wirklich zu einem Ort des Glücks und des Frohsinns geworden. Ist das auch so, mein junger Freund? Warst du es vielleicht gar, der sich so vorbildlich für unsere freiwillige Gesellschaft eingesetzt und unser Stadtbild dermaßen verschönert hat? Tatsächlich, du warst das also. Es gibt doch nichts Schöneres als nette und freundliche Menschen. Für deinen Einsatz will ich dir unbedingt diese kleine Anerkennung geben. Da war direkt ein Herzteil, es fehlen noch zwei. Super. Bitte bleib unserer freiwilligen Gesellschaft für Glück und Frohsinn weiterhin als engagierter Helfer erhalten, mein junger Freund. Sehr gut. Ja, ganz ehrlich, Leute, so wollte ich die anderen beiden Herzteile auch noch holen. Da muss ich aber erstmal auf die Karte gucken. Welche könnte es denn noch sein? Wo ist die Meeresherzen? Die Inselherzenkarte, meine ich. Ja, was haben wir denn hier auf Portemonnaie gemacht? Auktion haben wir gemacht. Dann die Verliebten verkuppelt. Wir haben das Schiff versenken Ding gemacht. Wir haben den Leuchtturmtypen da, der hat sich auch gefreut darüber. Madame Marie uns, glaube ich, eins gegeben. Ein Herzteil. Das war ja, habe ich mich ja gewundert, was ich dann Herzteil gekriegt habe. Genau. Sind schon mal 5. Dolores, ne? 6. Dann glaube ich, Ichthus ist ja da unter dem mal 2 Ding. Also. Na. Hier die Insel, ne? Ichthus hier. Hier ist sie mal 2 drauf auf Etherstadt Mythica, wo ich mir auch sicher bin, ich habe da erst ein Herz da, wenn ich ehrlich bin. Das war nämlich irgendwo, das, ja, das ist von Terry, der da war, wahrscheinlich dann. Und ich glaube, die Handelsgenie-Statuette, die zählt auch hier zum Portemonnaie dazu, weil in der einen Kiste, zu der wir geflogen sind. Das war auf jeden Fall auch ein Herzteil. Da müsste mal 2 stehen, sonst geht's nicht auf, wenn ich ehrlich bin. Rakodia dürfen wir auch 2 Herzteile haben, ich glaube Postbote und ja, der mit den goldenen Federn, ne, da dürfen die 2 sein. Ja, ich hab zwei Vermutungen, wo ich die Herzteile kriege, da gehe ich jetzt auch hin. Einmal Isla Stalat Mythica. Dann hatte ich schon mal vor längerer Zeit gesagt, auf Capo Grande, wo ist die Insel da? Da war ja doch dieser Ausguck-Typ. Mit den Kanonen. Und da möchte ich gerne nochmal dann überprüfen, jetzt ehrlich gesagt. Deswegen, reise ich jetzt mal fix mit den richtigen Sachen zu Isla Stalat Mythica. So, wir sind schon mal in der Kachel der Isla Stalat Mythica. Ganz ehrlich, wo ich gerade eh hier auf dem Weg hin bin. Das ist recht naheliegend eigentlich, ne? Vielleicht ist es zu naheliegend. Mal gucken. Mach mal die Wachposten. Die sind sowieso nicht so einfach zu abzuschließen, weil ich da rüberfliegen muss mit dem Dekulat. Da könnte echt sein, dass hier noch ein Herzteil drauf ist. Wenn ich dann, ich meine, als ich hier mal hingefahren bin, also ich bin ja von Ichthus hier quasi ran vorbei. Die Mutter-Kind-Insel. Genau die Insel dazwischen. Ach, hi, meine Freunde. Mach mal kurz eure Sachen alle. So, hier ist schon die Kiste, okay. Tschüss, sind beide weg, ne? Genau, einen fliegt runter, der wäre nicht gestorben jetzt durch den Angriff. Bin ich mir recht sicher. Aber der ist jetzt auch weg, so. Zack, einmal so. Da ist noch ein roter Rubin, okay. Aber ich kann auch da hinten rüber. Versuche ich jetzt auch. Hat sich gerade umgedreht, der Junge? Kann das sein? Hä, hab ich gerade da reingeguckt? Ich hätte. Hä? Dreht sich mal wieder um? Was soll denn das? Na egal, so. Brauch ich nochmal Dekublatt? Muss ich da reinfliegen halt, ne? Richtig, im richtigen Moment. Diesen Wind da, in diesen Aufwind. Reicht das so? Ich hoffe. Nein. Scheiße. Nochmal bitte. Und hopp, so. Müsste jetzt aber klappen, oder? Yes. Sieht gut aus. Der kann ruhig feuern, wie er will. Ich bin ein bisschen zu hoch, kann das sein. Alter, kannst du durch den Boden schießen, das Ding? Ja, da seht ihr das meine ich gerade, das sind Kanonenboote. Könnte natürlich auch noch haben, ne? Das war geil, wie die runterspringen. Wenn die aufstehen wieder. Krieg ich hier jetzt was, wenn die besiegt sind? Nee. Das ist ein bisschen mager gerade. Gut, dann noch auf die andere Seite rüber, ne? Pass mal, bevor ich auf die andere Seite rübergehe, um ganz sicher zu gehen, dass ich auch alles dran habe. Spaller ich die Dinger jetzt hier auch noch ab, komm. Die scheiß Kanonen da. Ganz ehrlich, warum nicht? Krieg ich andere jetzt auch noch? Ich glaube nicht, ne?
So, das wäre weg. Aha, seht ihr? Das sieht aber auch nicht wichtig aus, wenn ich mich nach der Farbe gehe. Dann habe ich das gleiche Spiel nur auf der anderen Seite auch schon mal. Wow, ey. Was machst du da? Ding wird mich ganz weg, so eine Scheiße. Hallo? Was hat mal sein? Jawohl. Ey, jetzt trifft das doch da. Sag mal. Bin ich jetzt hier gerade verarscht? Da kriegen wir auch direkt was, okay. Sieht auch nicht wichtig aus. Komm, ich mach die Truhen jetzt trotzdem beide auf noch. Ne, oder wisst ihr was, bevor ich jetzt die beiden Truhen da hole. Muss ich erstmal mit den beiden da hinten. Ja, ich glaube, die Truhen haben Rubine drin oder Goldfinger oder irgendeinen anderen Scheiß, den ich jetzt hier unbedingt brauche. Die sieht jetzt auch nicht besonders aus, muss ich sagen, aber... Ich meine, hier ist doch ein Herzteil irgendwo auf der Insel. Wenn ich dann... Hab ich mich halt vertan, dann hab ich vielleicht doch schon zwei. Da war vielleicht eins in der Höhle drin, die da oben war, hab ich... Da ist ein Leuchtzeug aufgetaucht. Kann das sein? Der auch. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz ein Stück weg. Da ist es, okay. Oh, und holen wir uns die Schätze doch. Ich glaube, das echt die Kanonenboote sind. Keine Sorge, die beiden Schätze da oben hole ich mir auch noch, weil das wäre Quatsch jetzt, wenn ich die nicht holen würde. Irgendwie. Das habe ich mir hier quasi freigeschaltet, ne? 100 Rubine? Andere Ding, wo war das da? So, und... Hier ist jetzt nichts drin. Dann bin ich echt planlos. Da muss ich ja halt sowieso die Truhen überprüfen. Ich meine, Herzteil-Truhen, ja, die sahen eh immer nass aus. Hat nicht sogar immer Stacheln oben drauf? So gut wie. Tatsache, hier ist ein Herzteil noch gewesen. Sehr gut. Na gut, dann muss ich mir noch in die Schätze, wie gesagt. Die Zeit nehme ich mir jetzt noch dafür, auf jeden Fall. So, und in der ersten Truhe, die wir auch erscheinen lassen haben, haben wir... Nochmal ein Huni. Immer nutze ich es noch irgendwie, ne, hier zu gehen. Und ich habe gerade schon gesehen, man muss tatsächlich nur die Kanonen sogar kaputt machen, ne? Die Schätze. Und das bestätigt meinen Verdacht, den ich jetzt... Ah, was heißt mein Verdacht? Ich war ja jetzt immer auf dem Holzweg. Aber mein Vater, den ich jetzt an sich habe seitdem, seitdem ich weiß, dass die Kanonen nichts haben, dass die Kanonen bei Capo Grande echt noch was haben können. Wenn man die Kanonen kaputt machen muss, eigentlich. Mit der Truhe spawnt. Mal erstmal wissen, ne? Dann gehen wir gleich auch noch hin, wie gesagt. Erstmal nur den Kram hier fertig machen. Bin ich sogar so hier rüber geflogen, wenn ich jetzt genug. Also den richtigen Wind hab. Bin noch ein Stück höher, oder nicht? Ich versuch's einfach rüber zu fliegen. Ohne den Aufwind jetzt. Wenn's nicht klappt, dann Pech. Ne, es klappt aber. Na, und ihr seht schon, hier ist noch ein Bockblind. Der nicht weggeflogen, also der lebt halt noch. So, der springt hoch und ist weg, ne? Yeah. Und da habe ich gesagt. Aber er hat sich festgehalten, er ist ein bisschen klüger als die anderen gewesen, die sich schon runtergestürzt haben. Gut. Eine Goldfeder, ja, war irgendwie klar, oder? Na dann. Ich zurück. Zum Neuen und dann geht's nach Capo Grande noch. Grüßt euch, ne? Von euch will ich nichts mehr. Euch habe ich schon ein paar Mal besiegt. Oder zweimal. Bis ich dann mal wirklich verstanden habe, dass ihr seid echt nicht die was haben noch. Aber ihr hier oben. Oh, da sind ja auch richtig viele Kanonen drum, guck mal. 6 Stück, ne? Ne, ach Quatsch, 6. 8. Wahrscheinlich sogar oder 12, ne? So, der Bockmann ist auch weg. Ich kann doch jetzt hier gut rumfahren, oder? Jetzt hier einfach ganz Zeit nur rechts lenke mal so ein Stück. Und dann hoch runter. Ja, so geht's. Und der andere Bockmann ist auch weg. Sehr gut. Und das war's. Und so sieht eine Herzteiltruhe aus. Das meine ich mit den Stacheln oben drauf. Alter, wie geil das ist, ey. Also schon richtig geiles Secret im Spiel, ne? Ja, es gibt nervige Sachen im Spiel.
Also wenn das jetzt erzählt hat, ich kann jetzt schon mal quasi so ein kleines ne, Fazit geben, weil wir werden jetzt die Story dann durchballern. Die haben dann quasi für mich 100% abgeschlossen. Wenn wir den Splitter holen, muss ein Item, was noch fehlt, wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Jetzt, wenn ich da ist, würde ich da nochmal echt gucken, wo das ist. Aber ich habe keinen Plan mehr, was so, sonst sein sollte, sag ich jetzt ehrlich. So, aufmachen. Ich hoffe, es ist jetzt der Teil. Und dann, komm schon, enttäusch mich jetzt nicht. Und damit habe ich zum ersten Mal tatsächlich alle Herzen in The Legend of Zelda The Wind Waker gesammelt. Geil. Alter, ist das eine Erleichterung gerade. Das Spiel tatsächlich mal sagen zu können. Das Spiel habe ich zu 100% abgeschlossen quasi. Also gut wie, ne? Es ist jetzt ein wirklich guter, großer Schritt dahin. Abschließen werden wir es ja erst, ne? Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir brauchen noch drei Vorsplitter und wie gesagt noch ein Item hier, ne? Aber jetzt alle Herzen mal zu haben, das ist ein geiles Gefühl, das sage ich euch. Ja, und damit, meine Freunde, wir uns beim nächsten Mal auf Preludien wiedersehen. Vielleicht werde ich mir vorher noch irgendwie eine Fee holen. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal Oma Suppe holen vorher, das steht hier schon fest. Weil ich werde nicht mit einer Flasche Wasser da reingehen. Für den letzten Splitter, denn das wird eine ganz schön schwierige Angelegenheit im Heldenmodus, sag ich jetzt mal. Eine ganz schön ausdauernde, vor allem, weil wir dürfen nicht so viele Herzen verlieren, generell. Und da möchte ich gerne mehr Heilung haben und was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, ich werde noch ein blaues Elixier gegen die Fee tauschen, mal gucken. Eigentlich ist das Elixier besser. Wenn man ehrlich ist, aber mal gucken, dann kann ich mir zwei Fehltritte leisten und zweimal sterben quasi. Dann wird die Fee mich wiederbeleben, aber gut, mal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst ihn auch noch oben da. Ich meine, wir haben die Tauschgeschäfte abgeschlossen, wir haben jetzt eine Herzzeile gefunden, alle vier, die übrigen, ne? Gut, dafür ist die Folge jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger geworden, weil ich jetzt extra länger gemacht habe. Wir haben die Stadt verschönert auf Portemonnaie und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Und wenn ihr das auch so seht, wie gesagt, lasst gerne auch noch oben da. Schaut gerne noch hier vorbei in die Playlist. Was hatte ich erwähnt? Feuerpulses hatte ich heute mal erwähnt, wegen der magischen Rüstung. Schaut gerne mal in das Heldenmodus-Projekt rein. Oder auch gerne ins The Wind Waker-Heldenprojekt. Von daher, ne, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basekasu.